Hallo zusammen und damit heiße ich euch recht herzlich willkommen zum dritten und somit letzten Teil unserer Malzfabrik-Tour. Solltet ihr den ersten oder zweiten Teil verpasst haben, dann blende ich euch diese beiden Videos jetzt hier oben rechts ein oder ihr schaut einmal in die Infobox, dort sind die beiden Folgen ebenfalls verlinkt. Für alle anderen heißt es jetzt letztmalig Geschichte und noch mehr Geschichte, also begleitet uns auf dieser dritten und letzten Runde durch eine imposante Fabrikanlage mitten in der Stadt. Sollten verlassene Orte hier im Osten Deutschlands nun euer Interesse geweckt haben, dann schaut doch nach diesem Video mal auf unseren Kanal. Dort findet ihr jede Woche Mittwoch eine neue Folge zu diesem Thema. Es gibt noch immer so viel zu entdecken und wenn ihr da Lust drauf habt, in Zukunft noch ein bisschen mehr zu sehen, dann abonniert doch gerne unseren Kanal, um in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch den finalen dritten Teil unserer Malzwerkerkundung. Die letzte Folge endete mit dem Zweiten Weltkrieg und der Tatsache, dass das Werk wie durch ein Wunder trotz seiner enormen Größe keine Schäden zu verzeichnen hatte. Da wir uns im sowjetischen Sektor befinden, wisst ihr ja, was jetzt kommen wird und ich mache es kurz und schmerzlos. 1948, nur 3 Jahre nach dem Krieg, wurde die Fabrik enteignet und ging in den Staatsbesitz über. Ihre Beteiligung in Bruchsal, welche als Moritz Marks Söhne in den 20er Jahren übernommen wurde, firmierte seit 1936 als Malzfabrik Rheinland-Pfalz AG und konnte nach dem Krieg dank 56% der eigenen Firmenanteile eigenständig weiterproduzieren. Die Firmenleitung, die unmittelbar noch nach dem Krieg vorhanden war, zog nach Westdeutschland um. Die Rede ist von Hamburg, allerdings nur kurz, denn 1952 zog man bereits nach Frankfurt am Main um. Mitte der 60er Jahre wandelte man die AG in eine GmbH zurück. Noch heute soll die Malzfabrik aus Bruchsal existent sein, nur habe ich sie unter dem alten Namen nicht mehr finden können. Die Malzfabrik Rheinland-Pfalz war wohl ab 1985 Bestandteil des Verbundes der Rhein-Main-Malzexport GmbH, die es laut Handelsregister heute nicht mehr in dieser Form gibt, denn die GmbH wurde nach einer Neuformierung 2012 schlussendlich 2017 aufgelöst und gelöscht. Was danach geschah, ist uns nicht bekannt. Das hier gezeigte ursprüngliche Werk ging seinen Weg durch die DDR als volkseigener Betrieb und wurde in diesen Jahren mehrfach verschiedenen Stammbetrieben und vereinigten volkseigenen Betrieben zugeordnet, bis es schlussendlich dem VVB Brau- und Malzindustrie zugeordnet wurde. In den 50er Jahren firmierte das Werk erstmals um, bis man es mit einer Brauerei zusammenschloss, um daraus einen eigenen volkseigenen Betrieb zu gründen. Bis zu 80 Mitarbeiter beschäftigte das Werk täglich zu DDR-Zeiten, wodurch jährlich etwa 13.000 Tonnen Malz produziert wurden, die in neben der Verbundbrauerei auch in Magdeburg und unter anderem in Wernesgrün weiterverarbeitet wurden. Das hier gezeigte Werk war eines der größten in der DDR und stellte mit über 20% der in der DDR republikweit benötigten Malzmenge her. Ähnlich große Anlagen gab es beispielsweise auch in Dresden und in Halle an der Saale. 1972 erfolgte die Angliederung an ein Getränkekombinat. Auswirkungen auf die Produktion hatte dies jedoch nicht. Mit dem Ende der DDR und den vielen subventionierten, völlig veralteten Fabriken kam auch das Ende dieses Werkes. Nur ein Jahr überstand die Melzerei am freien Markt. Ob es wenigstens den Versuch gab, den Malzstandort zu erhalten, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Häufig versuchte man mit Reprivatisierungen die alten Anlagen am Leben zu erhalten, doch zu 95% waren diese Versuche zum Scheitern verurteilt. Das lag vor allem daran, dass die Produktionskosten zu hoch waren und viele Fabriken seit 20 oder 30 Jahren, manche sogar noch länger, mit nicht mehr zeitgemäßen Maschinen produzieren mussten. Am 31.12.1990 legte man schlussendlich die Arbeit endgültig nieder. Doch der Verkauf von Getränken, hauptsächlich Bier, ging hier wohl noch einige Jahre weiter, zumindest im vorderen Teil der Anlage. Man kann sich irren und die Reklame sah nicht alt aus, aber vermutlich ging das Mehrweggeschäft hier noch bis weit in die 90er Jahre hinein. Eine solche Fabrik mitten in der Stadt, unter Denkmalschutz stehend, mit so viel Geschichte findet man heute nicht mehr allzu oft. Wir wollten uns an diesem Tag noch einiges mehr anschauen, aber einmal dort gewesen, verschluckte die Fabrik sprichwörtlich unsere Zeit und wir verbrachten über 3 Stunden auf dem weiträumigen Areal. Es gab alles Mögliche zu sehen, ein Paradies zum Filmen und zum Fotografieren, vor allem bei dem tollen Wetter, was wir ergatterten. Neulich wurde ich über Facebook gefragt, was es ausmacht, solche verlassenen Orte zu besuchen. Und wenn ich mich genau an diesen Tag und an diesen Ort erinnere, dann war es wieder so ein Ort mittendrin, wo alle dran vorbeigehen, sich keiner kümmert, obwohl jeder hinschaut, während auf dem Gelände der pure Frieden herrscht. Ein Ort, an dem die Uhren anders ticken, wo die Natur Stück für Stück sich alles zurückholt, wo Vögel zwitschern und trotz des optischen Vandalismus eine Ruhe und Stille einherkommt, die man mit Worten nicht beschreiben kann.
Ein Ort, den wir sicherlich nie vergessen werden. Zum Zustand werde ich jetzt nicht mehr allzu viele Worte verlieren, denn ich denke, ihr habt alles gesehen. Damit verabschiede ich mich jetzt von euch und von dieser Folge. Ich hoffe, euch hat dieser Dreiteiler gefallen. Lasst es mich gerne wissen, wenn euch das Ganze hier gefallen hat. Vielleicht ja mit einem Daumen nach oben, darüber würde ich mich sehr freuen. So etwas wird es sicherlich nochmal in der Zukunft geben, aber keine Sorge, allzu oft wird das nicht geschehen, denn der Aufwand war wirklich sehr, sehr groß. Ich musste sehr viel recherchieren, aber nichtsdestotrotz, im Anschluss gibt es natürlich wie immer noch einige Bilder. Wenn ihr Lust habt, abonniert gerne unseren Kanal für viele, viele weitere Videos in der Zukunft. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt mir gesund und munter und dann hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, macht's gut, bis bald und ciao.